Moin Moin, hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Data Wolf. Schön, dass ihr eingeschaltet habt und auch herzlich willkommen zum großen Preis von Bahrain, was auch das zweite Rennen der Formel 1 Online-Liga Sim 1-Liga ist. Hier sieht man mal kurz noch das Ergebnis vom letzten Rennen, vom ersten Rennen in Australien. Knäppchen vor Kevin Eisenman und Luxalicious. Da habe ich den sechsten Platz belegt, was ein sehr, sehr gutes Ergebnis für mich persönlich war, womit ich überhaupt nicht gerechnet habe. Und so sollte es bitteschön auch weitergehen. Bevor ich dann auch zu den Highlights im Rennen komme, kann ich schon mal vorweg sagen, und da möchte ich hiermit zeigen, meine Strategie. Ich habe mich dazu entschieden, mit soften Reifen zu beginnen, dann mit den härteren Reifen entsprechend den mittleren Stint zu fahren, um dann entsprechend zum Ende hin nochmal mit soften Reifen zu fahren. Und dementsprechend hatte ich mir dadurch erhofft, dass ich da eine schnelle Pace fahren konnte. Und habe euch dann zusätzlich neben meiner Rennstrategie dann entsprechend auch noch mein Setup euch gezeigt, damit ihr einfach nachvollziehen könnt, mit welchen Einstellungen ich letztendlich gefahren bin. Ich hatte 1 Kilogramm mehr Sprit an Bord als nötig, 56 Runden werden gefahren und dementsprechend hatte ich Sprit für 57 Runden dabei gehabt. Und pardon, ich glaube, das war jetzt 58 Runden statt 57. Ja, dann kommen wir denn auch gleich schon zum Rennen. Vorweg kann ich euch schon mal sagen, es ist nicht empfehlenswert, mit soften Reifen zu beginnen, dann auf harten Reifen zu wechseln, um wiederum auf soften Reifen das Ganze zu beenden, weil man schlichtweg einfach zu viel Zeit verliert. Wenn man mit soften und harten Reifen fahren möchte, dann reicht das komplett aus, sozusagen einen Boxenstopp zu machen. Das heißt, mit soften Reifen versuchen 15, 16, 17, wenn nicht sogar 18 Runden zu fahren, um dann entsprechend in Box zu fahren, die harten Reifen zu holen, um die letzten Runden entsprechend mit den harten Reifen zu beenden. Somit spart man sich viel Zeit. Man wird es dann auch im Verlauf des Rennens auch sehen, warum sozusagen das jetzt keine so gute Idee war, entsprechend diese Strategie zu wählen. Aber dazu komme ich dann vom Qualifying war es insofern erfolgreich, als dass ich es bis ins Q3 geschafft habe. Allerdings konnte ich da keinen wirklichen Platz nach vorne machen. Ich bin lediglich deswegen 9. geworden, weil ein anderer Fahrer strafversetzt wurde bis nach hinten. Dementsprechend startete ich jetzt von hier aus Platz 9. Dann kommen wir auch zum Start. Der Start war auch relativ, ja, okay, kann man sagen, war jetzt kein richtig guter Start, aber auf den ersten Metern habe ich jetzt zumindest keinen Platz verloren. Allerdings, es dauerte nicht lange und ich spürte doch recht intensiv, dass ich nicht der einzige Fahrer bin auf dieser Rennstrecke. Von hinten wurde ich doch, ja, wie soll man sagen, ein bisschen angeschubst. Man wird es gleich hier nochmal sehen. Ich habe das extra nochmal mit reingenommen in der Slow Motion, dass man auch beim Lenkrad sieht man es sehr schön, wie stark ich da kämpfen musste. Ich bin auch sehr froh, dass ich nicht meinen Flügel beschädigt habe beim Zusammenprall mit Verstappen. Dementsprechend, ja, habe ich da auch Plätze verloren in der ersten Kurve, war dann auf Platz 12, also insgesamt 3 Plätze verloren. Hatte ich überlegt, gleich direkt nochmal einen Angriff zu starten, aber man sollte sich immer wieder vergewissern, das Rennen wird nicht in den ersten Kurven entschieden, sondern letztendlich über die gesamte Distanz nach 57 Runden. Und hier nochmal ins Koslomo hinten, sah man da gewisse Teile rumfliegen. Es gab da wohl eine Kollision. Zum Glück war ich darin jetzt nicht verwickelt. Ansonsten vom Speed her konnte ich da ganz gut mithalten mit Monchi. In der zweiten Runde war es dann auch soweit, da konnte ich entsprechend einen Angriff starten. Monchi hatte da Probleme beim Rausbeschleunigen, hätte fast da sein Heck verloren. Und dann habe ich entsprechend hier reingestochen, immer schön Platz lassen. Auch sowohl von Monchi als auch von meiner Seite her gibt es da nichts zu beanstanden. Monchi allerdings hat es nicht nur mit mir zu tun gehabt, sondern auch mit ein paar anderen Fahrern, die hinter ihm waren. Und dementsprechend hat er gut zu tun gehabt. Man sieht jetzt auch gleich im Hintergrund, dass es sich dazu um einen Dreikampf entwickeln wird. Just in diesem Moment sieht man das sehr schön. Allerdings kann ich schlichtweg nicht die ganze Zeit die Kamera dahin richten, muss auch selber nach vorne schauen. Und da sehen wir auch schon Verstappen und Defgar vor mir liegend. Beide meine ich mit Medium-Reifen unterwegs. Ich mit soften Reifen war auch Ticken schneller. Ich kam einfach schlichtweg nicht einfach dran vorbei. Ich musste halt eben ja über eine längere Distanz immer wieder versuchen, da mein Glück entsprechend ja anzupacken und zu versuchen, die entsprechend zu überholen.
Dann dauerte da es auch nicht lange. Also ich habe jetzt hier die Szene noch mit reingenommen. Auch manchmal war es sehr, sehr knapp. Das muss man extrem aufpassen, dass man nicht irgendwie ja, gegen ein vorne fahrendes Fahrzeug fährt, um dabei seinen Frontspoiler zu beschädigen. Ich merkte und ich spürte auch den Atem von Knäppchen im Nacken. Das war natürlich alles andere als angenehm, wohl wissend, dass Knäppchen einer der besten Fahrer in diesem Feld gehört. Und dementsprechend muss man da entsprechend auch ein bisschen vorsichtig sein, dass man nicht da etwas zu übermütig wird, weil ich schlichtweg wusste, dass er doch etwas schneller sein wird als ich. Und das, obwohl er nicht die soften Reifen drauf hat, sondern die Medium-Reifen. Dann kommen wir jetzt hier zu einer Szene, wo ich schlichtweg einfach den Bremspunkt verpasst habe, kam da nicht so gut weg aus der Kurve, Knäppchen umso besser und hat entsprechend auch noch einen gewissen Geschwindigkeitsüberschuss. Und jetzt kam ich hier besser um die Kurve, habe dementsprechend jetzt auch aufgrund der Distanz DRS nutzen können. Und man sieht hier auf der linken Seite wunderbar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Fahrzeuge innerhalb von, ich schätze mal, 3 Sekunden. Jetzt kommen wir zu einer Szene. Rechts Knäppchen relativ weit rechts. Ich dachte, ihr könnt ja links vielleicht ein bisschen vorbei. Und es wurde doch recht eng. Also Knäppchen an dieser Stelle möchte ich sagen, das war jetzt doch nicht so, wie ich mir es wünsche. Dann die nächste Szene. Ja, gut. Heck ein bisschen ausgebrochen und dennoch versuchen, dass man nicht irgendwie gleich die Wand touchiert. Zum Glück nichts Größeres passiert, außer ich hatte Vorwege gesagt, insgesamt 7 Fahrzeuge und dann ist man ganz, ganz schnell hinten aufgrund eines kleinen Fehlers. Klein, aber oho. Dann habe ich mich dazu entschlossen, das war der schwerste Fehler in diesem Rennen. Runde 7, ich hätte durchweg da nochmal 8 Runden fahren können mit den soften Reifen. Ich bin deswegen in die Box gefahren, weil ich einfach dachte, mit den harten Reifen kann ich entsprechend jetzt so fahren, wie ich das ganz gern hätte. Werde nicht aufgehalten von vorne fahrenden Fahrzeugen und habe da entsprechend meinen eigenen Pace. Jetzt hier konnte ich Wichtel beispielsweise jetzt überholen, aber diese Strategie erwies sich schlicht als Fehler. Habe einfach zu viel Zeit verloren durch den Boxenstopp und dadurch, dass die anderen noch mit soften Reifen unterwegs waren, konnte ich schlichtweg das Tempo einfach nicht mitgehen. Ja, dann in der 13. Runde, mein Teamkollege hatte da auch einen Dreher gehabt, hat da extrem viel Zeit verloren und ja, gut, auf den frischen Reifen jetzt habe ich ihn auch überholen lassen und wieder erwarten kam es doch zu einem Dreikampf. Man sieht hier, Scarface kommt aus der Box. Und jetzt war es für mich Zeit, mein Popcorn rauszuholen, rechts neben mir und mir einen schönen Zweikampf anzuschauen, der zum Glück folgenlos blieb für die beiden. Das ist eine Rennstrecke, man würde denken, cool, zwei lange Geraden, super easy going, da zu überholen. Meines Erachtens nach war es das nicht. Aber man sieht hier, vor allem in dieser Kurve ist es relativ schwierig, da nebeneinander zu fahren. Ich fand das großartig, das zu sehen, großer Zweikampf. Jetzt hier, Scarface kommt doch relativ weit raus, hat Max Verstappen vielmehr eher rausgedrängt. Eine, ja, nicht so schöne Szene, aber wie gesagt, zum Glück blieb das Ganze folgenlos und konnte mir das relativ entspannt von hinten anschauen. Ich hatte schlichtweg einfach nicht die Pace, nicht die Geschwindigkeit, da irgendwie mitzukommen, langfristig gesehen zumindest. Und so, dass ich mir das entsprechend das Vergnügen kurzfristig anschauen konnte, bis sie dann letztendlich irgendwann dann auch weiter weggefahren sind. Und dann jetzt hier weggedreht, das würde ich ganz gerne nochmal sehen. Regie, einmal bitte nochmal die Wiederholung einblenden. Ah, super, vielen Dank. Am besten noch ein Slow-Mo. Wunderbar. So soll es sein. Scarface hat sozusagen sein Heck verloren. Ich konnte profitieren. Und so schnell kann es gehen. Das ist wirklich eine Rennstrecke, wo man extrem aufpassen muss mit dem Gaspedal, dass man da einfach, ja, das Auto jederzeit unter Kontrolle hat. Dann in der 34. Runde konnte ich entsprechend Defka überholen. Defka mit frischen Reifen, mit Medium-Reifen entsprechend unterwegs. Es dauerte allerdings nicht lange, so 4 Runden, 5 Runden später hat er mich dann entsprechend auch überholen können. Man wird auch gleich sehen, auf der rechten Seite, denke ich, habe ich das bestimmt noch eingeblendet, dass der Reifen bei mir schon so langsam aber sicher, ja, zu Ende gegangen sind. Jetzt hier unten links 67%. Das heißt mit anderen Worten, ab 70% sollte man wirklich dann dringend in die Box fahren. Glücklicherweise war mein Setup so gut, dass ich da wirklich kaum Probleme hatte, auch zum Ende hin entsprechend noch vernünftige
Rundenzeiten fahren zu können. Der Boxenstopp der zweite verlief ohne Probleme. Mein Teamkollege ist etwas früher in die Box gefahren und konnte entsprechend seinen Vorsprung wieder vergrößern. Und da kommen wir hier zu einer Szene, die ein bisschen ungewöhnlich war. Stopp! Genau, man sieht hier freie Bahn für mich. Dann in der nächsten Sekunde oder Millisekunde, zack. Oh, okay, was soll ich tun? Ich hatte versucht, das Objekt sozusagen auszuweichen. Man sieht es hier unten wunderschön. Ich wollte rechts lenken, aber dank meiner genialen Reaktionszeit ist es mir nicht gelungen, ihn auszuweichen. Ich bin super froh, dass mein Teamkollege ghostet wurde, weil sonst würde ich das Rennen jetzt, wie hier zu sehen, nicht beenden hätte können. Und dementsprechend nach 57 Runden war Platz 12 vorhanden bei mir als Endplatzierung. Platz 12, das ist jetzt nicht das erwartete Resultat, das erhoffte Resultat. Es war ein Rennen, wo ich sage, in der Richtung oder in der Kategorie Strategie unzureichend. Das war einfach, ja, ein Denkfehler von meiner Seite aus. Zu früh in die Box gefahren, zu früh mir die harten Reifen geholt. Ein, zwei Stopp-Strategie. Hatte nicht gedacht, dass ich da so viel Zeit verlieren würde. An dieser Stelle, wo ich jetzt die Bilder hier sehe, möchte ich recht herzlich Knippchen gratulieren. Grande Frage. Mit den Medium-Reifen losgefahren, von ganz hinten nach ganz vorne. Für mich ist er der Fahrer des Rennens und dementsprechend freue ich mich wirklich riesig über sein Abschneiden. Aber auch Gratulation an Maximizer und Gratulation an Kevin Eisman zum zweiten und dritten Platz. Sehr, sehr starke Performance wieder einmal gezeigt, beziehungsweise bei Kevin Knippchen Maximizer. Herzlichen Glückwunsch. Das möchte ich dann auch entsprechend so stehen lassen. Schade für meine Wenigkeit und auch für meinen Teamkollegen Max Verstappen wäre deutlich mehr drin gewesen. Aber gut, jetzt heißt es nach vorne schauen. Das nächste Rennen in China findet in 2 Wochen statt. Ich werde entsprechend da nochmal ein bisschen mehr trainieren, um entsprechend wieder in die Punkte zu kommen. Wäre auf jeden Fall mehr drin gewesen. Aber so ist das manchmal. Dann möchte ich sozusagen zum Ende hin noch die Endplatzierung zeigen, wie der sozusagen gegenwärtige Punktestand aussieht und mit der Übersicht der Tabelle zum einen Einzelansicht, zum anderen die Teamansicht. Möchte mich auch bedanken fürs Einschalten. Lasst einen Daumen da. Wenn ihr das Rennen nicht verpassen wollt, das nächste Highlight, abonniert meinen Kanal. In diesem Sinne, schönen Tag noch. Bis dann, ciao.